Oh, meine Fresse, ist viel zu heiß. Bäh. Jawohl, kommen wir nun zum Bau der Anlage bei extrem heißen 34 Grad. Warum habe ich mir so ein Wetter ausgesucht? Deswegen glänze ich auch so derbe. Eigentlich wollte ich heute anfangen, aber ich konnte nicht warten. Ich habe gestern schon ein bisschen die Face, also praktisch das Anschlusspanel, das Aktivservo-Was gebaut, was am Ende so aussieht für die Anlage, die unsymmetrisch ist, und so aussieht für die Anlage, die symmetrisch ist, wo auch schon so ein paar Kabel für das DSP dran hängen. Die Frontplatten kamen schon so bei mir an. Ich habe die bei Plattenzuschnitt24, Hashtag NoAd, bestellt und im Online-Konfigurator mir schon die ganzen Löcher hier praktisch ausfräsen lassen, weil gerade diese Quadrate ziemlich schwer zu machen sind, wenn man selber die Möglichkeit nicht in der Truppe hat zum Beispiel. Das heißt, das war schon da, den Schalter, Ansauggitter und die Löcher für die neue Trickbox. Das Einzige, was gefehlt hat, sind die Löcher für die Schrauben. Und da gab es auch zwei, drei Sachen zu beachten, auch wenn es wenig ist. Und die zeige ich euch jetzt von gestern. So, und mit dem Nagel, den setzt ihr einfach auf eure Markierungen später rauf. Hier ist jetzt schon ein Loch. Hämmert einmal kurz ein bisschen rauf. Und somit habt ihr schon einen Anschlag, wo der Bohrer wirklich reinkommt. Und ihr könnt mit dem Metallbohrer nicht vom Material abrutschen. Weil hier noch ein paar Teile fehlen, können wir jetzt nicht alles komplett in der richtigen Reihenfolge bauen. Aber wir können schon mal das Gehäuse ein bisschen zusammenleihen und das DSP-Board hinten ranschrauben. Denn die Endstufe und das Netzteil kommt praktisch so in den Lautsprecher rein. Und das DSP möchte ich hier hinten ranschrauben, dass praktisch das DSP über der Endstufe im Gehäuse drin sitzt. Und dafür habe ich gestern bei einer Platte auch schon 6 Löcher vorgebohrt. Ja, willkommen in unserer Mini-Werkstatt, aber es reicht für so Mini-Projekte, die ich hier gerade mache. Folgendes, wie ich gerade schon sagte, möchte ich, dass das DSP-Board hinten am Bedienpanel praktisch hinten ranklebt. Das wenn das Ding so in der Box drin sitzt, hier Endstufe, hier Netzteil sitzt und hier das DSP-Board. Beim symmetrischen DSP-Board ist es ein bisschen größer, das unsymmetrische ist ein bisschen kleiner, aber Platz ist für beide. Dafür einfach das Modul hier rauflegen, im rechten Winkel am besten, dass es einfach ein bisschen ordentlicher ist, weil man außen die Schrauben sieht. Jeweils die Schrauben anmarkern, wieder ein bisschen vormeißeln, sage ich mal, also vormarkieren, Metallbohrer durch. Und jetzt haben wir aber ein Problem. Und zwar kann man sehen, dass bei dem DSP-Board ja von unten hier überall Lötstellen rausgucken. Wenn wir jetzt die da raufschrauben, kann es passieren, dass wir uns einige Bauteile rausbrechen. Das ist natürlich ziemlich doof. Wir brauchen also irgendeinen Abstandhalter. So, da könnten jetzt einige sagen, hey, nimm doch einfach eine Mutter oder so als Abstandhalter. Problem ist, dass eine Mutter meistens ein bisschen zu breit ist und vor allem ich ganz viele Muttern kaufen muss, was einfach auch viel Geld kostet. Und ich habe immer nur so eine ungenaue Staffelung. Ich denke mir so, ich brauche irgendwas, was variabel ist, auch für andere Bauteile in der Anlage später. Also habe ich mir einfach so ein Alu-Röhrchen geholt, wo eine M3-Schraube durchpasst. Ja, die passt hier super rein, auch eine M4 theoretisch. Dann kann ich mir einfach hier die ganzen Dinge absägen und habe kleine Röhrchen, die mir den Abstand, ja, generieren. So, ich habe die jetzt mal vorgeschnitten. Und jetzt habe ich praktisch hier so eine ganz kleine Röhrchen, weil so kurz reicht es ja für das kleine DSP-Board. Kann die Schrauben jetzt hier durchstecken, ja. Und wenn ich jetzt hier das DSP-Board zwischen habe, ich zeige es euch. So, das heißt, ich nehme jetzt hier die Schraube, packe die jetzt hier rein und kann mir jetzt hier mein Röhrchen drauf machen. So. Und habe eine Distanz, um meine Lötstellen zu schützen. So, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr theoretisch das DSP-Board schon raufschrauben. Macht's besser nicht. Ich habe es gemacht und musste alles wieder abschrauben. Ist echt ein bisschen mühselig, einfach aus dem Grund, weil die Beschriftung auf den DSP-Boards, was in und out ist, auf der Rückseite draufsteht. Deswegen, wenn ihr es drauf habt, denkt ihr euch so, wo waren jetzt was? Am besten vorher Foto machen, auch von der Polung, dann könnt ihr es meinetwegen raufschrauben, kein Problem. Jetzt sieht unsere Faceplate noch ein bisschen nackig aus, einfach nur irgendwelche Buchsen, da müssen Kabel ran. So, jetzt ist die Frage, welches System ihr euch nachbaut, ob unsymmetrisch, wie in dem Fall hier, oder symmetrisch. Das Einzige, was unterscheidet, sind die Buchsen und dass es zwei- oder dreipolig ist, mehr nicht. So, ich habe jetzt hier XLR-Klinke-Kombi-Buchsen, was ich ziemlich cool finde und habe mir es auch schon vorgelötet. Das heißt, Tipp auf der Nummer 2, Ring auf der Nummer 3 im XLR und Erde zusammen mit Sleeve. Ne, ihr macht hier praktisch die Klinke und die XLR macht ihr ja parallel. Und dann könnt ihr euch schon die ganzen Kabel ranlegen und auf den Phoenix-Stecker raufklemmen. So ist das natürlich die Frage, hey, wie lege ich intern die Kabel? Man könnte es so machen, dass praktisch alle Platinen in der Box drin sitzen, man die Festplatte abnimmt und 1000 Kabel einem entgegenkommen. Will ich aber nicht. Ich möchte das alles so ordentlich wie möglich halten und dementsprechend, wenn das DSP-Board sowieso schon auf der Faceplate sitzt, dann möchte ich auch, dass die Kabel fest auf der Platte verlaufen. Das heißt, wenn ich die rausnehme, habe ich nur die Kabel, die von hier zur Endstufe gehen und die Kabel, die vom DSP-Board zum Anschluss gehen, sind direkt schon hier fest drauf. So, natürlich müsst ihr da auch genug Kabelweg einplanen, habe ich auch gemacht. Das heißt, mein DSP sitzt ungefähr hier und hier ist der Phoenix-Stecker. So, und ich habe mir das so gemacht, dass der Phoenix hier drin steckt, das Kabel noch an dem Ansauggitter außen vorbeigeht und ich noch genug, ja, Spiel habe, dass das hier alles ordentlich funktioniert. Das gleiche auch für den Ausgang, das ist der DSP-AUX, aber der Ausgang sitzt beim DSP hier oben. So, kann man das ungefähr sehen und so soll es dann ungefähr später aussehen.
So, jetzt könnt ihr hier die 6 Löcher sehen für das DSP-Board. Und das Einzige, was ich jetzt mache, ist praktisch von hinten hier die Schrauben durchschieben. Flop. So, da kommt hier einmal so ein Distanzstück rein. Ja, das war's schon. Natürlich macht ihr das mit allen 6 Schrauben. Und jetzt macht ihr einfach nur das DSP-Board praktisch hier rauf. Fädelt das hier durch das Loch durch. Ganz wichtig, setzt noch einen ganz kleinen Sprengring darauf. Das sind diese kleinen Federringe. Einfach zur Selbstsicherheit. Und dann macht ihr die Mutter rauf. Und das macht ihr bei allen 6 Löchern. Und dann ist das DSP-Board fest. So, den Federring, warum? Einfach aus dem Grund, wenn ihr den Federring nicht rauf macht, kann es sein, dass sich nach gewisser Zeit die ganzen Schrauben und die Muttern lösen und das DSP-Board hier irgendwann so ein bisschen rumschlackert. Muss nicht sein. Alles festgeschraubt und wunderhübsch. So, jetzt wisst ihr auch, was ich meine von mit dem rechten Winkel. Packt das DSP-Board wirklich gerade auf die Rückseite, weil sonst können die 6 Schrauben hier vorne ein bisschen schief aussehen. Das wollen wir nicht. Wir wollen die Anlage sehr schön bauen und nicht chaotisch. Ne? Wenn wir das Ganze mal umdrehen, dann seht ihr das, was ich mit den Kabeln meine. Legt die außen rum, damit der auch schon Luft ziehen kann. Wobei jetzt ein Kabel auch nicht wirklich viel beeinträchtigt, aber trotzdem ist es ein bisschen hübscher, wenn es hier nicht im Weg hängt. So, und nun sind auch wirklich die Kabel, die wirklich nur vom DSP-Board zu den Buchsen gehen, auch an der Faceplate dran und wirren nicht im ganzen Gehäuse rum. Deswegen packt wirklich die Kabel, die nicht ins Gehäuse rein müssen, die nur hier drauf bleiben, auch wirklich auf die Faceplate, dass sie nicht im Gehäuse rumschwirren. Am Ende mache ich das ja alles noch ein bisschen feste, dass es nicht im Gehäuse rumschlackert. Und dann ist es auch, finde ich, relativ hübsch. Das Einzige, was noch fehlt, sind praktisch die 3 Ausgänge für die Endstufe, die praktisch ins Gehäuse reingehen. Lautsprecherausgänge von der Endstufe, USB kommt, das Teil ist noch nicht da. Da habe ich so ein 20 cm Patchkabel, was dann hier rangeht und dann ist es auch schicki. Okay, das zweite DSP-Board habe ich jetzt auch schon drauf geschraubt, aber mehr kann ich nicht machen, weil mir jetzt noch ein paar Teile fehlen. Blöd. Aber wir können schon mal anfangen, das Bassgehäuse zusammen zu leimen. Ich habe hier 12 mm Birkenmultiplex. Und habe mir auch die Teile schon zurecht geschnitten. Wir haben hier einmal die Seitenteile. Das ist jetzt der Boden. Und die kommen jetzt praktisch so hier rangeleimt. Einmal hier, einmal hier. Wir machen aber erst einen rechten Winkel, damit wir noch die Trennwand hier reinleimen können. Weil es ist richtig doof, wenn ihr praktisch schon ein U geleimt habt. Und ihr müsst dann oben sowas reinschieben. Das ist mit dem Leim ganz, ganz blöd. Deswegen immer erstmal einen rechten Winkel machen. Dann die ganzen Trennwände und Bassoflex-Ports rein. Und dann an der Seite den letzten auch noch rauf. Ungefähr hier ist Bassoflex-Gehäuse, hier ist die Trennwand zur Endstufe. Ob denn der Raum wirklich passt, dass hier ein Netzteil sitzen kann, dass da drüber ein DSP sitzen kann, da drüber noch die Endstufe und so, ob das denn wirklich hin. Aber wenn wir jetzt schon reinleimen und merken, hey, da fehlt uns ein Zentimeter, wäre das echt blöd. Weil noch können wir reagieren, noch können wir gucken, ob das wirklich passt und können die Wand ein bisschen weiter nach hinten versetzen, was uns vielleicht am Ende vielleicht 1-2 Hertz im Tiefgang klaut, aber das war es auch schon. Okay, würde ich sagen, machen wir's. Oh, meine Fresse, ist viel zu heiß. Bäh. Ich weiß, es sieht auch richtig sexy aus mit dem Top und der komischen Hose, aber was anderes geht hier gerade nicht. So, wenn es schon mal halbwegs grifffest, sage ich mal, fertig getrocknet ist, können wir schon mal uns ein paar Teile nehmen und gucken, ob das so ungefähr passt. Dazu einmal Netzteil, Endstufe und unser DSP-Modul, was nachher als, ja, unser ganzes Anschlussfeld, was nachher hinten reinkommt. Das hier wird unsere Trennwand und wir müssen jetzt ungefähr gucken, wie weit wir mit dem Anschlusspanel reingehen. Ich würde ungefähr einen Zentimeter reingehen, dass wir wirklich auch die Potes am Ende ein bisschen knickgeschützt haben, dass die Buchsen und die ganzen dass die Buchsen und so weiter nicht sofort rausgucken. Würde ich ungefähr so machen. Dann wissen wir, dass das Netzteil hier hinterkommt. Ja, so habe ich das geplant. Ja, Nico ist nicht der Schlauste. Jetzt packe ich mit einer Hand das Endstufenmodul aus. Und das Endstufenmodul muss ja im Prinzip noch hinter den DSP passen, der ungefähr hier sitzt. Und wir stellen fest, das passt. Jawollo, es sind sogar nur 8,5 cm. Das heißt, wir können theoretisch, ich habe aber mit 10 cm die Resonanz eingeplant, das heißt, wir können theoretisch mit dem Netzteil bis hier hinten ran und haben sogar noch ein bisschen Platz, um unsere Faceplate zurückzusetzen. Wundervoll. So, okay, dann gehen wir jetzt wie nach Plan vor. Messen hier mal einmal 10 cm ab. Und hier einen Strich. Das gleiche machen wir auf der Seite. Das gleiche machen wir hier nochmal. Okay. So, ich nehme jetzt hier wasserfesten Ponal, einfach aus dem Grund, weil wir vorne einen offenen Wasserflexport haben. Bevor irgendwann mal irgendwie Feuchtigkeit reinläuft oder irgendwas, haben wir lieber einen wasserfesten Leim. Ja, Leute, wichtig dabei, tragt den nicht zu dick auf, weil es läuft euch sowieso alles raus am Ende.
So, ich habe jetzt beide Rückwände verleimt und während die trocknen, können wir schon mal Gedanken machen, wie wir das Bastoflex-Rohr, also den Bastoflex-Port, verleimen. Weil der wird ja so drin sitzen später. Und das kleine Brettchen zur Verlängerung des Ports muss hier oben rauf. Und wäre es ja Quatsch, das hier so einzuleimen und das daneben zu leimen. Wir können dann praktisch das Stück schon mal vorleimen, sage ich mal. Das machen wir jetzt. Okay, Freunde, während die ganzen Holzgeschichten da draußen trocknen, würde ich sagen, widmen wir uns mal unserer Faceplate wieder und machen die ein bisschen weiter. Also was fehlt noch? Das Gitter und der Lüfter. Aber der Lüfter, der temperaturgesteuert ist, nebenbei bemerkt, befindet sich noch auf dem Endstufenmodul. Das heißt, den Lüfter schrauben wir jetzt hier ab. Dann machen wir erstmal ein kleines Gitter, was ich schon schwarz gesprüht habe und ausgeschnitten habe, kleben wir dann mit hier rein ins Loch und setzen den Lüfter dann praktisch so dahinter, dass wir das ganze Innenleben auch kühlen können. Gut, schauen wir uns das mal ab und setzen es dann da rein. So Leute, jetzt müssen wir irgendwie mal gucken, wie wir den Lüfter hier am besten gemarkert kriegen. Wir müssen halt natürlich gucken, dass wir mit dem Lüfter halt wirklich genau das Loch treffen. Also nicht irgendwie ein bisschen verschoben sind, weil das wird man am Ende nachher richtig bitter sehen, wenn der Lüfter irgendwie ein bisschen verschoben ist. Wir bauen ihn so rum, dass der hier rausbläst. Weil hier wollen wir ansaugen durch die große Öffnung und einen Filter hintersetzen, dass wir keinen Staub reinziehen. Und hier soll er dann rausblasen. So, mal gucken, wie wir das hier genau in der Mitte setzen. Dann markieren wir uns die Löcher, markern die wieder mit unserem kleinen Nägelchen an, hauen darauf, dass uns der Bohrer nicht abrutscht. Und dann müssen wir das gleiche nochmal mit dem kleinen Gitter machen, weil ich würde sagen, dass wir das Gitter einfach zusammen mit dem Lüfter einfach anschrauben. Die richtigen Profis unter euch, die können es meinetwegen so machen, ich habe jetzt gerade die Mittel dazu nicht, dass das wirklich schön wird, die können zwischen Lüfter und der Faceplate so eine Gumminubbel setzen, dann ist der Lüfter noch leiser, als er sowieso schon ist. Dann hört man ihn fast gar nicht mehr. Aber ich werde das hier noch mit ganz normalen M3-Schrauben regeln. So, ich habe es jetzt gerade so gemacht, ich habe jetzt hier den Lüfter draufgelegt, habe den genau nach Augenmaß hier oben ausgerichtet und mit einem Nagel hier schon mal mir eine Markierung reingesetzt. Da werde ich jetzt ein Loch reinbohren, schon mal eine Schraube durchstecken, weil dann kann er auf der Achse schon mal nicht mehr abhauen. Dann muss ich bloß auch in die Richtung hier ausrichten, aber er kann mir so schon mal nicht daneben hauen, dass ich die Löcher wirklich alle gleich habe. Müssen wir mal gucken, aber ich glaube, dass auf die Art kann das gut funktionieren. So Leute, hat funktioniert, hat geklappt. Ich habe einfach jetzt die Löcher für den Lüfter selber gemacht und habe einfach dann die Platte hinten rangehalten, mit M3 durchgebohrt und dann nochmal die Löcher vom Gitter ein bisschen größer gemacht, dass wir da ein bisschen mehr Spiel haben, was in dem Fall ja okay ist. Das Einzige, was ich jetzt befürchte, das Gitter ist ziemlich, ziemlich eng, dass es vielleicht ein bisschen zu viel Luft blockiert. Aber werden wir sehen. Ich denke mal, vielleicht wird es ja ausreichen, da wir die Endstufe sowieso nur halb ausfahren. Müssen wir mal gucken, wie es am Ende der Endstufe geht. Aber ich bin mit dem Ergebnis schon mal sehr zufrieden. Ich finde, es sieht ziemlich cool aus mit dem schwarzen Gitter hier vorne drin. Und ja, so sieht es von hinten aus, was ja in dem Fall völlig egal ist. Aber von vorne muss es hübsch aussehen und das tut es, finde ich. So, jetzt machen wir das gleiche nochmal hier. Aber da würde ich ungern schrauben. Ich glaube, da klebe ich das irgendwie ein. Da muss ich mir noch ein bisschen was überlegen. Okay, wir machen jetzt das Ansauggitter, was praktisch dann hier in diesen Bereich reinkommen soll. Dafür habe ich hier noch mein altes Lochblech, was ich hier auch schon für die Seite genommen habe. Müssen wir mal gucken, ob der Streifen denn noch reicht. Das sieht doch gut aus. So, messen wir kurz die Strecke hier ab, übertragen das kurz auf das Blech hier und dann schneiden wir das mit einer Eisensäge oder mit einer Eisenschere aus, eins von beiden, gucken, was besser passt. Lackieren ist ebenfalls schnell schwarz, mit einer Sprühdose einfach rübergesprüht, das reicht vollkommen aus. Und dann muss ich trotzdem mal überlegen, ob ich das hier reinklebe oder reinschraube. Ich weiß auch nicht so richtig. Ich bin unschlüssig, kann man sagen. Oh, hoffentlich reißt die scheiß Dose noch. Okay, Vorteil dieser Riesenhitze. Die Farbe und der Leim trocknet halt super schnell. Haben mir jetzt Folgendes überlegt. Ich will das irgendwie so machen, dass ich den Filter halt noch wechseln kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier hinter den Schaum einfach kleben würde, den Filterschaum, dann habe ich das Problem, dass wenn der mal voller Staub ist und ich nicht mehr auspusten kann, ich ihn wechseln muss. So, jetzt, wenn ich ihn wechseln muss, muss ich mir alles neu anfertigen. Ist also scheiße. Deshalb werde ich es wahrscheinlich folgendermaßen lösen, dass ich den Schaum trotzdem auf die Metallplatte raufklebe, weil die kann man easy wechseln oder einfach den Schaum von dem Ding trennen. Aber ich mache das auf jeden Fall schraubbar, dass ich praktisch das Gitter hier so hinterpacken kann
und das Gitter selbst schraubbar mache. Am liebsten hätte ich es so gehabt, dass das Gitter einfach nur festgeklebt ist und nicht den Schaum halt schrauben kann. Dass das Gitter immer drin bleibt, weil das brauchst du nicht wechseln, du brauchst bloß den Schaum wechseln. Aber da fiel mir jetzt noch nichts Schlaues ein, was easy machbar ist. Ah, vielleicht doch, ich überlege noch ein bisschen.